Nö, denn der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Liga hat es auf Platz 3 geschafft. Diego gegen die Hertha. Traumhaft! Traumhaft der Brasilianer. Das 2:0, ein sensationelles Tor. Ja, da fehlen einem erstmal die Worte. Da kann ich das nochmal sehen. Ja, das war brasilianisch. Keine Frage. Zauberei am Schlangenfluss. Also. Das Zuspiel vom Özil ist schon Traum. Und wie er diesen Ball verarbeitet, auf engstem Raum, mit der Brust angenommen, mit dem falschen Fuß das Ding versenkt. Ja, ich glaube, da kann man jetzt alle Superlative verbrauchen. Mehr geht nicht. Es ist geschmeidig. Es ist alles geschmeidig, was er da macht. Also es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl, bei ihm siehst du wirklich, dass der oft am Strand früher Fußball gespielt hat und diese Bewegung, wie er sie da macht, ein Traumtor. Es gibt ja viele Mittelfeldspieler, die sind spielerisch toll, haben alles drauf, können im Zirkus auftreten, aber treffen die Kiste nicht. Und Diego macht beides. Der kann mit dem Poppes Tore machen, der kann mit dem Kopf Tore machen, der kann Seitfallzieher, kann Rückzieher, Fallrückzieher heißen die. Alles, was er macht, ist ja nicht normal. Ist ja völlig unnormal. Und das zeichnet ja Diego aus. Der macht Dinge, die andere einfach nicht können. Und es ist so, wenn andere das versuchen würden nachzumachen, was Diego da vorgezeigt hat, würden sich die Füße brechen. 100 pro. Er ist einfach unser Bundesliga-Maradona. Die Frage, die ich ganz gerne hätte, mal gestellt hätte. Diego, hast du das gesehen? Wenn ja, dann Weltklasse zum Quadrat. Schwer zu sagen, ob er den wirklich gesehen hat. Ich mag ihm das mal glauben, weil er Situationen erkennt und Tore schießt, die 99% der Spieler auf dem Platz nicht erkennen. Wenn nein, gut gemacht und Glücksrittertum. Also Tore schießt man normalerweise in 100 Jahren, wenn man überhaupt so lange spielt, nur ein einziges Mal. Das ist Diego Lind. Einfach ein Genuss für meine Augen.